Wow, seit 10 Jahren bin ich nun in der Therapie mit Guaifenesin. Das ist ja eine alternative Behandlungsmethode bei Fibromyalgie. Und ich möchte euch in diesem Video erzählen, was das Ganze gebracht hat bei mir. Ich möchte auch über die schlechten Zeiten mit der Therapie reden. Und ja, und einfach darüber, wie das für mich verlaufen ist. Los geht's. Ja, bei mir hängen ja viele Symptome mit dem Essen zusammen und ich kann damit auch viel Einfluss nehmen. Aber nicht alles hängt damit zusammen, sondern manches eben auch mit der Fibromyalgie oder auch mit anderen Erkrankungen. Und dort, wo das Essen bei mir nicht so greift, da hat das Guaifenesin seine Arbeit gemacht. Jedenfalls bei den Dingen, die mit der Fibro in Zusammenhang stehen. Ich werde im Verlauf auch noch genauer darauf eingehen, wie ich das meine. Zunächst möchte ich aber mit euch mal einen Zeitsprung machen, und zwar 10 Jahre zurück. Ja, ich habe am 12. Mai 2012 zum ersten Mal Guaifenesin genommen und vorher war ich 3 Monate in der Vorbereitung für die Therapie, für die Behandlung mit Guaifenesin. Es ging mir damals sehr schlecht. Ich konnte kaum das Buch zur Therapie lesen, das ist mir sehr schwer gefallen. Ich habe viel im Bett gelegen, ich hatte auch überall Schmerzen natürlich und auch viele andere Symptome und ich habe ja auch schon ganz oft davon berichtet. Ich hatte ganz viel Unterstützung von erfahrenen Therapieanwendern und ich glaube nicht, dass ich die Therapie ohne diese Unterstützung geschafft hätte, beziehungsweise den Einstieg in die Therapie. Und ich möchte mich an dieser Stelle mal an diese Personen wenden, die mich damals so sehr unterstützt haben und danke sagen für alles, was ihr für mich getan habt. Ja, zurück zum Therapiestart. In der ersten Woche mit Guaifenesin hatte ich so einen richtigen Energieschub. Das ist eigentlich gar nicht typisch bei der Therapie, aber bei mir war es so, ich konnte plötzlich Dinge machen, die jahrelang nicht mehr gingen. Zum Beispiel die Terrasse fegen. Daran erinnere ich mich noch sehr gut. Das war für mich ein Riesenhighlight, während ich das machte. Ich konnte das kaum fassen, dass ich das machen kann. Aber nach einer Woche, also nach der ersten Dosiserhöhung, da kam dann die erwartete Symptomverschlechterung. Und zum Verständnis für alle, die diese Therapie noch nicht kennen, die Therapieerfolge mit Guaifenesin, die kommen eben erst langfristig, nicht sofort. Es ist erstmal sowas wie eine Erstverschlimmerung. Es kommt erstmal so eine Art Beschwerdeverstärkung. Und ich kann mich noch erinnern, ja, im Laufe der nächsten Wochen und Monate, da hatte ich häufig Kopfzyklen, also halt Fibromyalgie im Kopf. Das hat mir sehr zu schaffen gemacht. Das war wirklich deutlich auch. Und ja, ich habe sonst auch die Wirkung des Guais oft gespürt, direkt nach der Einnahme. Also deutlichste war immer so, das hatte ich hauptsächlich in den Beinen, vor allem in den Oberschenkeln, ja, aber auch in den Unterschenkeln. Wenn ich Guaifenesin genommen habe, so 10 Minuten später oder so, hatte ich das Gefühl, als wenn Ameisen durch meine Venen laufen. Das kribbelte überall in den Blutgefäßen. Und manchmal habe ich auch so direkt, wie ich jetzt eben sagte, nach 10 Minuten gab es auch manchmal so Situationen, dass mir irgendeine Stelle wehgetan hat, mehr wehgetan hat als sonst, zum Beispiel das Knie oder der Fuß oder sowas. Dann meinetwegen mal für 10 Minuten oder für eine halbe Stunde. Ja, war das so in dem Rahmen. Insgesamt war das für mich aushaltbar. Das war nicht schön, aber ich konnte es ertragen. Und ich bin natürlich auch froh, dass ich diese Fibromyalgie-Behandlung gefunden habe, denn da hat sich für mich doch vieles zum Guten gewendet. Ich werde auch öfter mal gefragt, wann denn meine guten Phasen kamen. Und das war bei mir schon nach wenigen Wochen immer mal so, dass ich ein paar gute Momente hatte. Also ich sag mal so ein paar Stunden oder so. Aber dann hatte ich auch wieder längere Phasen mit Ausschwemmbeschwerden, in denen es mir echt schlecht ging. Ich habe das damals ja alles schon mit Videos dokumentiert und ich habe da mal nachgeschaut. Ich berichte von den ersten deutlichen Verbesserungen nach ungefähr einem Dreivierteljahr. Ja, wenn dich das interessiert, wie die Guaifenesin-Therapie genau wirkt, was da eigentlich genau passiert, dann schau mal in dieses Video rein. Da gehe ich genauer darauf ein, was eigentlich dahinter steckt, wie die Therapie genau funktioniert und so weiter. Ja, das Gelingen der Therapie, das ist abhängig davon, dass die Fibromyalgie-Behandlung damit auch richtig umgesetzt wird und natürlich auch, dass die Symptome auch wirklich mit Fibromyalgie zusammenhängen. Und genau bei diesen beiden Punkten, also bei der Umsetzung und bei den Symptomen, die möglicherweise gar nicht so immer mit Fibromyalgie zusammenhängen, da ist bei mir nicht immer alles so richtig gelaufen. Und darüber möchte ich natürlich auch noch berichten. Und da fangen wir jetzt einfach mal mit dem ersten an, und zwar die Umsetzung der Therapie. Da gab es bei mir einige Fehlläufe.
Im ersten Jahr, da habe ich gute Fortschritte gemacht und hatte ich vor allem Verbesserungen im Kopfbereich, aber auch allgemein bezüglich der Schmerzen und ein paar anderen Dingen. Dann habe ich aber irgendwann das Guai gewechselt. Und es war nämlich damals die Situation mit dem Guai noch eine andere als heute. Es war damals schwierig und auch teuer, an Langzeit-Guai zu kommen, also an ein Guaifenesin-Präparat mit einer verzögerten Freisetzung, wie das die Amerikaner eben machen. Und ich habe die Therapie damals mit Kurzzeit-Guai begonnen, mit kurzzeitig wirkendem Guai, und ich bin damit gut vorangekommen. Ich habe zwar auch wirklich Zyklen gehabt, die deutlich spürbar waren, aber ich bin auch vorangekommen. Für mich waren diese Zyklen lästig, aber die haben mich natürlich beeinträchtigt, aber es war, ich würde sagen, für mich aushaltbar. Das ist nicht immer so und da sollte man auch wirklich vorsichtig mit sein. Für mich war damals aber, das war dann so die andere Seite, es war irgendwie so das Bestreben, auch Langzeit-Guai zu nehmen, wie die Amerikaner eben auch, wie Dr. St. Amang das in seinem Buch empfiehlt. Und in Amerika war das halt total üblich, alle nahmen Langzeit, nur wir hier in Deutschland nicht, weil wir das Langzeit nicht so gut bekamen. Und ich habe dann irgendwann gewechselt auf Langzeit, leider auch auf das falsche Produkt. Das war damals noch mit dem blauen Farbstoff. Das empfiehlt Dr. St. Amang ja heute gar nicht mehr. Und ich habe das genommen, nachdem ich ungefähr, ich schätze mal so ungefähr anderthalb Jahre nach Therapiebeginn, anderthalb Jahre auf Kurzzeit-Guai, habe ich dann gewechselt auf dieses teure, wirklich teure und amerikanische und aluminiumgetränkte Langzeit-Guai, ja, gewechselt. Damals dachte ich natürlich, damit kann es nur gut vorangehen, und es war aber im Prinzip genau andersrum. Nach einer Weile kamen da Verschlechterungen. Ich habe das Ganze erstmal als lang andauernden Schub gedeutet und ich habe gedacht, ich muss Geduld haben und das gehört irgendwie dazu. Irgendwann bin ich dann übergegangen zum deutschen Langzeit-Guai. Also es wurde dann so ein deutsches Langzeit-Guai entwickelt. Das gibt es ja heute auch noch, das MC-Guai in Kapseln. Das kam auf den Markt. Das habe ich dann, das fand ich natürlich super, dass ich nicht mehr das amerikanische Langzeit kaufen musste, sondern dass ich das deutsche nehmen konnte. Habe dann also praktisch damit weitergemacht. Aber auch da habe ich einfach nicht dieses Vorankommen gehabt und ich habe nicht mehr diese Fortschritte gemacht, wie ich das am Anfang hatte. Und ich habe einfach zu lange gedacht, das muss so sein, ich muss Geduld haben, und habe mich vielleicht auch irgendwie an die Situation gewöhnt. Und dann wurde ich irgendwann das erste Mal kartiert von Dora Meyer. Eine Kartierung ist ein Hilfsmittel bei der Therapie, da wird der Körper abgetastet und da kann man ganz viel erkennen im Rahmen der Therapie. Und wenn du das genauer wissen möchtest, dann schau mal in dieses Video rein, da habe ich genau erklärt, was Kartierungen sind. Das ist interessant für alle die, die mit der Therapie noch neu sind, denke ich. Bei mir war jedenfalls die Kartierung nicht in Ordnung. Ich habe dann immer weiter gesteigert. Ich war dann irgendwann bei 4200 Milligramm Guaifenesin am Tag. Die Kartierungen wurden immer nur noch schlechter damit. Und dann habe ich erstmal eine Therapiepause gemacht. Weil, ja, aus verschiedenen Gründen, auf die ich jetzt nicht weiter eingehe. Therapiepause, genau, habe ich ungefähr, ich glaube, ein Dreivierteljahr gemacht. Und dann habe ich neu begonnen mit der Fibromyalgie-Behandlung mit Guaifenesin. Und da bin ich wieder komplett mit Kurzzeit eingestiegen, wie ganz am Anfang. Weil ich einfach dachte, damit bin ich erfolgreich gewesen und das habe ich auch ausgehalten und damit mache ich jetzt weiter. Das war, glaube ich, im Sommer 2019 und ich hatte damit eine super Kartierung, auch wieder von Dora Meyer kartiert, super. Es war, alles war, die Beine waren beide frei, ich hatte kaum noch irgendwie was zu Einlagerungen in den, im Schulter-Nackenbereich war wenig. Ja, und dann ein Jahr später, Sommer 2020, da kamen dann die deutschen Tabletten, Langzeittabletten auf den Markt. Und ich hätte es eigentlich besser wissen müssen. Ich hatte ja eigentlich schon die Erfahrung gemacht mit den Langzeitkapseln. Aber ich dachte, ich probiere das nochmal mit den Tabletten, weil es einfach auch bequemer ist, zweimal am Tag nur etwas zu nehmen. Und am Anfang habe ich das Guai aus den Tabletten auch deutlich gespürt. Und das war für mich eine Bestätigung. Juhu, ich kann die nehmen. Aber dann kam irgendwie Corona und eigentlich wollte ich mich kartieren lassen, aber das ging irgendwie nicht. Und bis ich dann kapiert habe, dass das wieder in die falsche Richtung läuft, habe ich schon wieder viel zu lange gewartet. Und irgendwann hatte ich dann eine Kartierung, die mir das dann auch bestätigt hat, dass es wirklich nicht gut läuft. Und dann, seitdem bin ich wieder komplett auf Kurzzeit. Mittlerweile würde ich mal sagen, es sind knapp anderthalb Jahre. Wenn, genau, so ist es, passt das ungefähr zusammen. Ich weiß gar nicht, ob ich mit den Zeiten so richtig bin. Auf jeden Fall bin ich jetzt eine ganze Weile schon wieder komplett auf Kurzzeit.
Und ich hatte aber damit jetzt noch nicht wieder eine Kartierung, weil einfach durch Corona das schwierig war für mich. Aber Ende des Monats, da gibt es eine Kartierung, da werde ich kartiert und ich bin schon ganz gespannt. Ich sage also, in all den ganzen Jahren, und das sind einige gewesen, in denen ich Langzeit genommen habe, da hat die Therapie bei mir irgendwie nicht so gut gegriffen. Ich bin jetzt zwar 10 Jahre in der Fibromyalgie-Behandlung mit Guaifenesin, aber ich habe nicht die Erfolge, die man haben könnte mit 10 Jahren Therapie, weil einfach vieles nicht so richtig gelaufen ist. Und das ist jetzt ja erstmal nur, wovon ich berichte, erstmal nur ja, die Fehler, die ich, sage ich mal, selbst gemacht habe. So bezeichne ich das jetzt mal. Und dann kommt ja gleich noch der zweite Punkt dazu, nämlich, dass nicht alles bei mir mit der Fibromyalgie zusammenhängt. Ich möchte auch noch etwas ganz Wichtiges sagen. Nur weil ich jetzt erfolgreich mit dem Kurzzeit-GUAI bin, solltet ihr jetzt nicht alle auf Kurzzeit wechseln. Macht das bitte nicht, denn nicht bei jedem sieht die Situation so aus wie bei mir und vor allem das Kurzzeit ist auch nicht für jeden geeignet. Manchmal muss man auch nur Kleinigkeiten ändern und nicht gleich von Langzeit auf Kurzzeit wechseln. Und man muss auch wissen, die Wirkung von dem Kurzzeit-GUAI, die ist viel intensiver als die vom Langzeit-GUAI. Und das ist einfach nicht für jeden das Richtige. Ich rate euch, haltet euch an die Vorgaben von Dr. St. Amang oder eben, wenn ihr trotz allem auf Kurzzeit wechseln möchtet, könnt ihr ja machen, ich mache das ja auch. Aber dann informiert euch vorher genau, wenn ihr solch einen Wechsel vornehmen wollt. Denn da kann man viel falsch machen und man muss auch wissen, worauf man sich da einlässt. Ja, ich habe in den letzten 1,5 Jahren häufig Zyklen gehabt, vor allem im Becken und im unteren Rücken. Das ist nach wie vor meine Baustelle. Aber es hat sich auch gelohnt. Es geht mir dort endlich auch besser. Besser heißt nicht gut, sondern eben einfach besser. Es ist nicht mehr so schlimm, wie es mal war. Beschwerdefrei bin ich in dieser Region nicht. Und ich werde auch gleich noch genauer eingehen auf die Verbesserungen, die mir das Guaifenesin gebracht haben. Denn Verbesserungen wird es geben, sonst würde ich es nicht 10 Jahre lang nehmen. Aber ich möchte erst nochmal auf diesen zweiten Punkt eingehen, den ich vorhin schon mal genannt habe, und zwar die bei mir falsch gelaufen sind. Und da geht es um Symptome, die eben gar nicht mit der Fibromyalgie in Zusammenhang stehen, die ich aber gedacht habe, die mit Fibromyalgie in Zusammenhang stehen. Und da gibt es bei mir ein paar Dinge, die ich einfach ja der Fibro zugeordnet habe, aber die nichts damit zu tun haben. Und die kommen dann eben von ja, 1, 2 Begleiterkrankungen, die ich habe. Und ich meine, viele haben ja neben der Fibromyalgie noch andere Erkrankungen, manchmal auch mit überschneidenden Symptomen. Und eine meiner Begleiterkrankungen war der Hypophyseninfarkt, der zwar schon lange vor der GUAI-Therapie entstanden ist, nämlich 1997, aber erst 2014 entdeckt wurde. Ich bin da also einige, viele, viele Jahre auch unbehandelt gewesen. Ein Hypophyseninfarkt. Hypophyse sitzt hier oben im Kopf, reguliert einige Hormone und da gibt es auch verschiedene Hormonachsen, die da betroffen sein können. Und bei mir sind wahrscheinlich 2 betroffen und auf die 2. bin ich auch erst jetzt gekommen. Ich bin seit Jahren dabei, seit 2014 bin ich damit beim Endokrinologen und das Ganze mit den Hormonen ist wirklich schwierig und es geht jetzt nicht um Geschlechtshormone, sondern es gibt ja auch noch viele andere Hormone und bei mir geht es hauptsächlich um die Erschöpfung und noch ein paar andere Kleinigkeiten. Und da habe ich halt immer gedacht, das ist alles Fibromyalgie, aber es ist eben auch ganz viel von der Hypophyse bei mir. Manchmal lässt sich das auch ganz schwer sagen. Kommt das nun davon oder davon, vom Essen, von der Fibro oder von den Begleiterkrankungen? Trotz allem, nach 10 Jahren intensiver Beobachtung bin ich da natürlich schon ein bisschen geübter in der Einschätzung, aber selbst dann liege ich manchmal auch noch falsch. Und ich habe einfach lange Zeit alles einfach nur der Fibro zugeordnet, auch der Erschöpfung eben habe ich viel eigentlich nur mit der Fibro zusammengebracht. Aber bei mir hängt die Hypophyseninsuffizienz oder die Erschöpfung wohl sehr viel mehr mit der Hypophyseninsuffizienz zusammen, als ich das in der Vergangenheit eingeschätzt habe. Und ich merke das natürlich auch, ich bin ja in der Hormonersatztherapie und das merke ich auch. Trotz allem ist das immer noch nicht einfach zu regeln. Und deshalb habe ich auch manchmal Erschöpfungszustände einfach durch diese Geschichte und nicht durch Fibromyalgie. Ja, ich hoffe, das ist deutlich geworden. Und einfach, dies soll ein Input sein für andere. Nicht, dass ich jetzt denke, jeder hat eine Hypophyseninsuffizienz, aber vielleicht gibt es eben bei dir auch irgendwelche Begleiterkrankungen, die auch eine Erklärung sein können für manche Symptome, die, ja, die so schwer handelbar sind. Wenn sie denn nicht ursprünglich, ursächlich behandelt werden, dann kann eben sich auch nichts verbessern.
Apropos Verbesserung, nun möchte ich zu den Verbesserungen kommen, die ich durch das Guaifenesin ja habe. Was hat sich nach 10 Jahren getan? Und da fange ich mal an mit dieser, das kennen bestimmt viele, ich nenne das mal Ganzkörperbeeinträchtigung. Dieses, wo der ganze Körper irgendwie durch die Fibromyalgie krank ist, dieses Krankheitsgefühl, dieses vom LKW überfahren und so, dieses Grippemäßige, dieses Eingeschränktsein, dieses angezogene Handbremse, das ist im Prinzip weg. Es ist immer noch mal so ein bisschen, kommt das mal, wenn ich anstrengende Tage habe, dann bin ich natürlich schneller erschöpft als ein Gesunder. Ich kann auch nicht mehr so viel mir zumuten wie ein Gesunder. Ich muss schon auch echt haushalten mit allem, körperlich und geistig mit allem. Aber es ist nicht mehr diese Dauerbeeinträchtigung, also dieses Typische, was Fibro ausmacht. Und auch meine Muskulatur ist besser geworden, aber auch da habe ich noch eine große Baustelle. Die Muskulatur ist noch nicht in Ordnung und da bin ich mir inzwischen auch nicht mehr sicher, ob das alles nur Fibro ist, weil einfach andere in den Bereichen viel mehr Fortschritte machen als ich. Also ich meine jetzt damit, ich hab zum Beispiel eine schnellere muskuläre Erschöpfung, die ist zwar besser als früher, aber immer noch nicht gut genug. Ich bin nicht so belastbar muskulär und das müsste eigentlich besser sein, aber das ist es nicht. Ja, präsente Schmerzen habe ich eigentlich nur noch in Schüben oder wenn ich mal einen schlechten Tag habe, auch wenn ich mal was Falsches gegessen habe, habe ich auch mal mehr Schmerzen. Meistens sind das Schmerzen im Becken oder auch wenn ich diese Ausschwemmschübe habe, dann merke ich richtig die Sehnenansätze, also auch im Becken, aber auch hier an den Armen merke ich hier oben. Dann tut mir nicht der ganze Oberarm weh, also die ganze Muskulatur, wie das sonst der Fall war, sondern einfach nur noch die Sehnenansätze. Und das ist natürlich auch ein Riesenfortschritt. Ja, meine kognitiven Leistungen haben sich verbessert. Ich finde manchmal auch den Faden wieder viel, viel besser als früher. Alles ist nicht mehr so wie in guten Zeiten, aber trotzdem, ich kann stundenlang konzentriert arbeiten. Aber natürlich nicht so, wie ich das gern hätte, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich vergesse auch noch mal was. Es fällt mir schon manchmal auch schwer, mich zu konzentrieren. Aber im Großen und Ganzen habe ich riesige Fortschritte gemacht. Ich bin da ja auch, was Beruf angeht, selbstständig als Kleinunternehmerin. Damit mache ich es mir natürlich auch ein bisschen leichter, dass ich nicht irgendwo jeden Tag in irgendeine Firma muss. Ich kann mich also wieder konzentrieren. Was ich auch kann übrigens, fällt mir gerade ein, ich kann wieder für mehrere Stunden Auto fahren. Und das nicht nur als Beifahrer, auch als Fahrer. Da hatte ich früher große Probleme mit. Gar nicht so mit dem Sitzen, sondern einfach mit der kognitiven Leistung, die man dafür braucht. Dass ich einfach total überfordert war mit dem Autofahren. Das passte irgendwie auch so gar nicht zu mir, aber so war es. Und das ist besser. Ja, Erschöpfung habe ich ja jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Da gibt es einfach diesen Zusammenhang mit der Hypophyse, aber auch mit dem Essen und natürlich das Guai. Ich muss auf alle drei Bereiche da aufpassen und das tun, was nötig ist und manchmal auch ein bisschen überlegen, was oder einschätzen, was von den dreien ist es jetzt. Und ja, es ist manchmal ein bisschen schwierig zu handeln, aber im Großen und Ganzen zu handeln, aber im Großen und Ganzen komme ich damit ganz gut zurecht. Ja, durch Guaifenesin habe ich schon gesagt, dieses fibrokranke Gefühl, das ist weg. Also fast weg, es ist wirklich nur noch selten da und dann auch nicht mehr so extrem. Ja, dann auch hier Wetterfühligkeit habe ich auch überhaupt nicht mehr. Also früher fand ich das ja ganz extrem, dass ich stark aufs Wetter reagiert habe. Da gibt es auch alte Videos, wo ich davon berichte. Ich bin mir nur nicht sicher, ob es dadurch positiv beeinflusst wurde, dass ich Guai nehme oder ob es vielleicht auch mit dem Vitamin D in Zusammenhang steht. Das könnte nämlich auch sein. Das bin ich mir nicht ganz sicher. Ja, es gibt ja auch noch eine ganze Reihe an anderen Symptomen. Bei mir, wie gesagt, großer Zusammenhang mit dem Essen, aber eben auch mit dem Guai. Und Reizdarm ist zum Beispiel auch etwas, was ich nicht mehr habe. Allerdings, da spielt natürlich auch das Essen sehr viel rein, aber auch das Guaifenesin sorgt dafür, dass der Darm wieder ein bisschen besser arbeiten kann. Das ist auch nicht zu unterschätzen. Kopfzyklen habe ich schon gesagt, Schlafstörung war auch ein Riesenproblem, aber auch da Essen, Essen, Essen. Krämpfe in Füßen und Beinen, das ordne ich wirklich mehr dem Essen zu. Ja, und dann gab es eben auch noch einiges mehr. Ja, meine Ernährung, die habe ich ja bereits vor dem Guai umgestellt und ich habe letztes Jahr mal ein Video dazu gemacht, in dem ich genau davon berichte, von meiner Erfahrung mit dem Essen und den Symptomen von 10 Jahren ohne Zucker und Mehl, welche Symptome damit zusammenhängen können, warum das Essen solche Auswirkungen haben kann und ich gebe auch ein paar Tipps zur Umsetzung. Das Video findest du hier, schau da unbedingt mal rein, wenn du Symptome hast, die du nicht in den Griff bekommst. Und wenn du auch Erfahrungen gemacht hast mit Guaifenesin oder mit der Ernährungsumstellung, dann berichte doch mal in den Kommentaren für die anderen Betroffenen. Ich freue mich auf dich in der nächsten Woche. Mach's gut.